So, wir sind jetzt nördlich von Rofna. Allmächtiger, was für eine Sauerei. Sieh dich um. Das wird so schnell nirgendwo mehr hinrollen. Oh, really? Zum Glück können wir schwere Schlösser knacken. Na, ja. Ching. Oh, fancy stuff. Hell yeah. Können wir das alles mitnehmen? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sie hatten es wohl eilig. Sonst hätten sie etwas so Wertvolles nie zurückgelassen. Sieht aus, als war der Wagen mit Kohle beladen. Hier wurde jemand verwundet. Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Vielleicht finde ich Spuren. Sieht wie Blut aus. Hier lang. Ich bin ungern überladen. Deshalb lege ich erstens meine Rüstung an. Und zweitens tue ich ungebrauchtes Zeug in die Satteltasche. Dich legen wir an. Dich legen wir an. Dich legen wir an. Dich legen wir an. Wow. Satteltasche. Das muss nicht unbedingt. Eine Schaufel kann auch in die Satteltasche. Mann, wir haben so viel Zeug. Schützentrunk. Das und das. Und diese ganzen Kelche, die wir auf magische Weise irgendwann mal gefunden oder bekommen haben. Gegenmittel. Auch. Noch ein bisschen, zum Beispiel das und das. So, jetzt können wir wieder laufen. Holzkohle, cool. Meins. Ich bin auf noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Noch eins. Ich ziehe meine Waffe. Was? Wait, die da vorne können das doch nicht sein. Hier lang. Aber die Spuren gehen noch nach vorne. Du hast entdeckt, Lager. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Und hier liegt Holzkohle. Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Hier sind noch Kohlestücke, aber kein Blut mehr. Oh, ich spreche zu früh. Sieht wie Blut aus. Was ist passiert? God damn. Blut. Soll ich jetzt mit den Köhlern sprechen? Ist, glaube ich, optional. Kohle. Hier lang. Noch weiter. Ich bin auf dem richtigen Weg. Noch ein Lager. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Sieht wie Blut aus. Hier sind ziemlich viele Köhler. Irgendjemand muss ganz bestimmt etwas gesehen haben. Blut. Hallo, dürfte ich einmal mit Ihnen sprechen? Gott sei mit dir. Hier sind ein paar. Was ist an der Kreuzung geschehen? Erfolg. wir haben in allem höhere Werte. Nicht schwer zu erraten. Ja, das würde ich sagen. Hör mal, da liegen Leichen auf der Straße und ein geplünderter Wagen. Und die Spur führt geradewegs hierher. Ihr scheint anständige Leute zu sein und keine Halsabschneider. Ich will euch erst einmal glauben, dass ihr nichts damit zu tun habt. Aber wenn ihr mir jedoch nicht helft,
könnte ich meine Meinung ändern. Ich weiß von nichts und habe auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will damit nichts zu tun haben. Boris, wer ist das? Wer ist dieser Boris? Boris schwingt hier die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Okay. Mach's gut. Davor würde ich aber das Schloss aufbrechen. Weil wir es kennen. Und der Typ macht nicht so einen aufmerksamen Eindruck. Und warum sollten wir Skills nicht benutzen, wenn wir das doch können, Söldner? Wer bist du? Rede, dann lass ich dich lieben. Ich bin hier, um dir zu helfen. Tja, das weiß ich ja nicht. Egal, ich bin hier, um dir zu helfen. Gott sei Dank. Ich dachte, ich beiße hier ins Gras. Und dann kommt mein Schutzengel geradewegs durch die Tür. Ich bin kein Engel. Daher musst du mir ein paar Fragen beantworten, bevor ich dir helfe. Ich wusste, dass es nicht so leicht werden würde. Wer griff den Wagen an? Was war auf dem Wagen? Erstmal, für wen arbeitest who are you? Du? Wem gehört der Wagen? Maynard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Hm. Und wohin ist dieser Maynard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Der Deutsche vielleicht? Ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Was war auf dem Wagen, Kohle? Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Maynard nie gefragt. Das ist sehr unaufmerksam von dir. Erzähl mir mehr über den Ritter. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Ach, Schwurz! Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da, hinterm Schuppen. Das ist er. Das muss dieser Ritter sein. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Ein alter Ritter. Stelle den geheimnisvollen Ritter. Spiel gespeichert. Wo ist er hin? Da vorne. Komm, Pebbles. Verfolgungsjagd. Ja. Los geht's. Oh. Goddamn, ich habe ihn schon verloren. Wow, der war aber schnell weg. Ach, verflucht. Aber ich schätze, es macht nichts, solange er zum Sasauer Wirtshaus zurückkehrt. Krass. Der war ja richtig schnell weg. Das möchte ich aber nochmal probieren. Wie gut das Spiel da gerade gespeichert hat. Ich habe echt nicht gesehen, wo der hingeritten ist. Und so lange haben wir doch gar nicht gebraucht, um Pebbles zu rufen und aufzusteigen. Machen wir das jetzt sofort. Mein Finger ist auf X. Pebbles! Da vorne. Ja, jetzt haben wir ihn. Okay, er ist ganz woanders lang geritten, als ich eben dachte. Hey du! Kann ich ihn abschießen? Ja. 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 Oh, ist das spannend, Alter. Ja. Ich muss viel näher ran, um ihn treffen zu können. Ja. Keine Pfeile mehr. Dann nehme ich meinen Streitkolben. Ja. Und
Kann ich ihn überhaupt treffen damit? Vom Pferd? Yeah! Ja! Ich habe ihn tatsächlich runtergeschlagen, glaube ich. Geh! Warte mal, ich habe mein Schild ausgerüstet, oder nicht? Nein, habe ich gerade nicht. Rüstung. Waffen. Schild. So, ohne Schild geht das ja gar nicht. Und ich nehme doch lieber mein Schwert. Oh, Alter, ich habe lange nicht gekämpft. Oh, shit. Kuh war blocken, nicht G. Okay. Mhm. Come on, Opa. Yeah. Cool. Oh, Ausdauer. Shit. Wir haben eine Verletzung am Kopf. Was jetzt? Oh, damn, der ist gut. Oh, neue Stufe Agilität. Oh, neue Stufe Kampf. Hm? Oh mein Gott, come on. Au! Geblockt, ja. Ich habe auch lange nicht gekämpft, muss ich dazu sagen. Wir ziehen. Und zwar. Neue Stufe Stärke. Damn, wir sollten öfter kämpfen. Ich bin immer so hart konzentriert. Ich glaube, wir haben ihn ein paar Mal getroffen, aber ich weiß echt nicht, wie oft. Upp. Ja, das war ein Treffer. Alter, was ist los mit dir, Opa? Chillax. Ich bin hier drüben. Ja, das ist mir bewusst. Ich hätte nicht gedacht, dass der böse ist. Ritter sind doch eigentlich gute Menschen. Oh yeah. Einmal gepiekst. Er kommt mir so nah. Holy shit. Ja.
Gib auf, Junge. Ich habe keine Pfeile. Darf ich kurz ins Inventar gehen? Ich hoffe einfach mal. Nein, das war keine gute Idee. Wir sind wieder in Sasau, bei der Schenke, wo wir dem Ritter auflauern sollen. Hoffentlich hat er sich nicht gemerkt, wie Pebbles aussieht. Hier sollen wir warten. Aber da ist er noch. Ulrich. Also, nachdem wir gestorben sind, hat das wieder da gestartet am Anfang der Verfolgungsjagd. Heißt, wir haben den jetzt noch gar nicht bekämpft. Grüß dich, Gefährte. Ja, fangen wir mal mit so einem kleinen Spiel an, oder? Freut mich, dich wiederzusehen. Ja. Ebenfalls. Zweifelsohne hast du viele Fragen. Allerdings. Lass uns reden, aber nicht hier. Die Wände haben Ohren. Treffen wir uns nach Sonnenuntergang beim Weiher. Ich warte bei der großen Weide. Seine Stimme. Damn. Nein, wir reden hier und jetzt. Abgemacht. Abgemacht. Okay, spielen wir mit. Wir haben das angefangen. Ihr klingt doch ganz nett. Ulrich. Triff dich mit dem geheimnisvollen Ritter am Sasauer Weiher. Nach Sonnenuntergang. Die Sonne ist schon ziemlich untergegangen. Und ich begebe mich zum Treffpunkt mit dem deutschen Ritter. Hier unterm Baum. Hier ist ein Pferd. Da ist er. Na, was hast du uns zu sagen, Ulrich? Also, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Ich lockte dich hierher, da ich einen Aufruhr in der Schenke vermeiden wollte. Verzeih, aber allein zu kommen war ein Fehler. Dein letzter Fehler. Ich will nicht kämpfen. Warte. Du willst dein letztes Gebet sprechen? Also gut, aber mach es kurz. Alter, der hat keine Gnade. Der ist auch ein viel besserer Kämpfer. Ist in fast allem besser als wir. Das ist das Einzige, wo wir mehr Werte haben. Ich wüsste nur gern den Grund für den Überfall. Haben dir deine Spießgesellen nicht gesagt, weshalb du mich verfolgen sollst? Spießgesellen? Was redest du da? Ich bin auf Herrn Ratzig Kobillas Geheiß hier. Ratzig Kobilla, was? Netter Versuch. Die meisten Leute erzählen herzzerreißende Geschichten über Weiber und Belger. Oder sie versuchen mich zu bestechen. Scheiße. Fuck. Stopp. Ich will nicht mit dem Streitkolben kämpfen. Oh mein Gott, Bürgerschwert, furchtlos. Nehmen wir furchtlos und rüsten diese vergifteten Pfeile aus, falls wir dazu kommen, zu benutzen. Stopp, stopp, stopp! Ich will aus dem Baum raus. Oh mein Gott, noch ein Kampf. Boom. Flip you, man. Warum bist du so böse? Abgewehrt. Neue Stufe erreicht. Kampf. OP. Ja, der ist ein viel stärkerer Kämpfer. Das wird ziemlich schwer, den zu besiegen. Oh.
Das hätte ich blocken können. Du Hund! Du willst hier kämpfen, man. Oh yeah, getroffen. Ja, du bist scheiße. Hör auf! Scary, man. Wir können ihn nicht zufällig ins Wasser schubsen. Timing, man. Timing. Pebbles, reite ihn um, man. Oh, ich wünschte, ich hätte einen Hund. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin im Baum. Und wir sind tot. Wir sind tot, wir sind tot. Pebbles. Pebbles, tu etwas. Oh nein, Heinrich, es tut mir so leid. Heinrich. No. Oh Mann. Also wir müssen gegen ihn kämpfen, so oder so. Was für eine Scheiße. Scheiße. Das gefällt mir nicht so gut. Ich sollte kämpfen üben. Ich sollte kämpfen üben. Ja. Oh, wir starten wieder hier, scheiße. Oh nein, das ist blöd. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit hier unten erkundet. Und hier auch einen Ort entdeckt. Aber, naja, wir kommen da bestimmt nochmal hin. Oh, das ist blöd. Ich mache erstmal eine Pause. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Wie gut, dass wir dann gerade in der Sasauer Unterkunft ankommen. Wo wir einen bestimmten Ritter nochmal antreffen müssen. Sprechen wir den einfach jetzt mal an. Wir... Also ich möchte mich nicht nochmal später mit ihm treffen und jetzt versuchen, einen Kampf zu umgehen, obwohl ich sehr viel trainiert habe, seit ich es das letzte Mal versucht habe. Du kannst dich nicht verstecken. Das stimmt. Wir finden bestimmt immer Informanten, die uns sagen können, wo er ist. Ich würde einfach direkt drauf loslegen diesmal. Genau das Gegenteil von unserem letzten Versuch. Wer bist du? Weshalb hast du den Wagen überfallen? Zweifelsohne hast du viele Fragen. Allerdings. Okay, das hat er schon mal gesagt. Lass uns reden, aber nicht hier. Die Wände haben Ohren. Treffen wir uns nach Sonnenuntergang beim Weiher. Ich warte bei der großen Weide. Keine Chance, Mann. Nein, wir reden hier und jetzt. Mann. Ruf verbessert. Was du zu sagen hast. Allen Heiligen. Du bist tapfer. Trotzdem, wenn du reden willst, komm nach Sonnenuntergang zum Weiher. Okay, das Spiel lässt einen denken, als hätte man hier eine Chance. Was ist, wenn ich ihn jetzt einfach angreife, hm? Triff dich mit dem geheimnisvollen Ritter am Sasauer Weiher. No shit, mich würde jetzt viel zu sehr interessieren, was passiert, wenn ich ihn jetzt einfach schlage. Deshalb nehme ich mir ein Zimmer und werde ein Stündchen schlafen und dabei speichern. Und dann versuche ich das mal. Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Aber ja, für wie lange? Kann man hier auch permanent buchen? Für mehrere Nächte? Ist das dann so für immer? Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. 250. Aber kann ich hier dann immer einfach so pennen, wenn es mir passt.
Das wäre nämlich ziemlich cool. Ich glaube, ich... Das ist ziemlich viel. Mach das einfach. Können wir verhandeln? Obwohl... Nein. Alles Gute. Eine Nacht hier zu schlafen, kostet, glaube ich, nur 2 Groschen oder so. Dann ja, mache ich das für einfach für eine Nacht. Nur die eine. Gut. Ja, 2 Groschen. Hier dein Geld. Dir wird's hier. Ja, und ich weiß, wo mein Bett ist, weil wir hier schon ganz oft waren. Das ist nicht unser Zimmer, sondern das hier. Schlafen und speichern. 1 Stunde. Dann essen wir etwas. Und versuchen wir einfach mal. Hey, wer ist da? Christus! Mein Gott! Okay, alle rasten ein bisschen aus. Aber... Okay, das macht nur unseren Ruf schlechter. Das macht nur unseren Ruf bei allen anderen Sasauern schlecht. Das ist nicht so gut, als würden wir ihn einfach später bekämpfen. Man könnte noch versuchen, ihn heimlich... die Kehle aufzuschlitzen mit dem Dolch. Aber das war gerade keine Option, weil er da, glaube ich, saß. Also funktioniert das hier leider nicht. Ich trage jetzt noch Gift auf mein Schwert auf. Und... ja, das war's. Und ja, es ist Sonnenuntergang und wir sind mal wieder hier. Tatsächlich trinke ich jetzt auch noch einen Retterschnaps. Oder? Tue ich das? Weißt du was? Ich glaube, ich habe Vertrauen, dass ich das auch so schaffe. Also, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Ich lockte dich hierher, da ich einen Aufruhr in der Schenke vermeiden wollte. Ja. Verzeih, aber allein zu kommen war ein Fehler. Dein letzter Fehler. Ich versuch trotzdem noch. Warte. Du willst dein letztes Gebet sprechen? Also gut, aber mach es kurz. Er klingt viel zu nett. Das ist blöd. Oh, wir haben hier einen viel besseren Wert als er, aber wir werden trotzdem nicht um den Kampf. Ich wüsste nur gern den Grund für den Überfall. Haben dir deine Spießgesellen nicht gesagt, weshalb? Das hatten wir ja schon. Spießgesellen? Ratzig, Kobilla? Ich verstehe. Was? Ich suche nach den gefälschten Münzen. Wie ich hörte, haben diese Männer sie in dem Wagen transportiert. Als ich dich bei den Köhlern sah, nahm ich an, sie hätten dich geschickt. Nein, keineswegs. Dann haben wir dasselbe Ziel. Was? Ich bin schon eine geraume Weile hinter den Fälschern her. Mein Name ist Ulrich. What the fuck? Ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kobilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Ich habe gerade Escape gedrückt, weil ich dachte, okay, er sagt jetzt wieder dasselbe, was wir auch schon letztes Mal hatten. Aber anscheinend haben wir jetzt einen höheren Redekunstwert und konnten ihn so überreden. Ich weiß gar nicht, was ich das erste Mal für einen Wert da hatte, weil das für mich jetzt schon ein paar Tage her ist und ich seitdem sehr viel gespielt habe, ohne Aufnahme. Aber wir müssen ihn doch nicht bekämpfen, what? Wer war's denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. Ich bin kein Ehestifter. Ja, erstmal wissen, an wen hast du denn gedacht? An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. In der Tat. Natürlich kenne ich ihn. Was willst du von ihm?
Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Wie cool. Er vertraut uns auf einmal voll. Solltest du nicht mitkommen, wer bist du eigentlich? Für wen arbeitest du? Gefälschtes Geld? Ich möchte erstmal wissen, wer er eigentlich ist. Wir wissen ja nur, dass er ein deutscher Ritter ist und Ulrich heißt. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Ich mag ihn. Er ist ein interessanter Charakter, auch weil er so ein alter Opa ist. Und all diese Dinge, die er hat, haben wir ja auch. Und wir sind auch kein Ritter. Von dir erfahre ich... Wir geben uns erstmal so genauso still wie er damit zufrieden. Also schön, Ulrich. Belassen wir es dabei. Vielleicht lernen wir uns ja noch ein bisschen näher kennen, wenn wir jetzt zusammenarbeiten. Er wird uns bestimmt auch nicht sagen... Für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Ich werde es nicht aus dir rausprügeln. Das klingt verdächtig. Na gut. Aus dir rausprügeln werde ich es nicht. Wir sind erstmal verständnisvoll, weil er ja doch ein guter Kämpfer ist, wie wir bereits wissen. Dann fragen wir aber noch nach dem geplünderten Wagen, wodurch wir ihn ja das erste Mal getroffen haben. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also hat der Wagen Falschmünzen? Ja, das könnte sein. Weshalb hast du sie hier gestellt? Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr? Nein, leider nicht. Damn. By the way, finde ich, wir sehen richtig gut in dieser Rüstung aus. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Also mal wieder die Kirche, die hinter so, hast du sie bis hierher so etwas lassen. Steckt. Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben. Was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Tja, dann haben wir erstmal alles gefragt. Für wen arbeitest du? Gefälschtes Geld? Haben wir Sag da mir, was du über die gefälschten Münzen nicht schon hast. Alles erfahren? Kennst du Passau? Nein, kennen wir nicht. Nein, was ist das? Eine Stadt in Bayern. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte.
Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Okay, also steht er unter dem Befehl von deutschen, bayerischen Adligen, die dieser Sache nachgehen, weil sie selbst davon betroffen sind. Internationale Konflikte. Ah, Meinhard ist gestorben, das haben wir ja erfahren. Er hat sich das Genick gebrochen, weil er vom Pferd gefallen oder geschmissen ist, beziehungsweise wurde. Solltest du nicht mitkommen, ja, können wir gerne fragen. Solltest du mich nicht zu Faefa begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Tatsächlich glaube ich auch, dass es besser ist, wenn wir ohne ihn nach Hatay gehen, weil das sonst so rüberkommt. Jo, wir vertrauen dem voll, was wir ja eigentlich noch nicht tun. Ich begebe mich zu Meister Faefa. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Das Gasthaus hat einen Namen? Du hast gelernt, Münzbeamte. Und wir verlassen diesen Ort ohne Kampf. Du hast gelernt, Münzfälschung. Also, was das ist und nicht, wie man das macht. Er lässt sein Pferd hier einfach stehen und geht zu Fuß weg. Alles klar. Ulrich. Ah, bist du blind in Gottes Namen? Wie man hier immer angeschrien wird. Also eine sehr interessante Wendung hat das hier gerade genommen, die ich niemals erwartet hätte. Ich war schon so fest überzeugt, dass wir ihn einfach bekämpfen müssen. Aber finde ich gut, dass wir das nicht machen, weil er ein sehr interessanter Charakter ist und seine Stimme ist viel zu gut für einen Mini-Nebencharakter.